Das war ja vor ein paar Jahren, da hat doch der Karl Lagerfeld eine Kollektion gemacht für H&M, dieses billige. Und da sind doch alle in den Laden gefasst. Für das Gebet gibt es bestimmt auch gewisse wissenschaftliche Erklärungen. Man könnte davon ausgehen, dass beim Beten eine gewisse Fokussierung in der Gedankenwelt eines Individuums entsteht. Was? Nicht das... Ach so, das Fasten, Hasten. Ach, das ist Hasten. Ach ja, gut. Was ist dann das Fasten? Mein Tag, der ist meistens so voll. Also morgen, da kommen die Kinder, die wecken mich dann und dann ist einfach Rambazamba bis am Abend. Da gibt es wirklich keinen Moment, den ich irgendwie mir rausnehmen könnte. Und aus dieser Fokussierung dann eine hormonelle Ausschüttung in den Hirnwelten geschieht, welche das Verhalten eines Menschen und die Umstände um ihn herum in gewissem Maße verschieben können. Und am Abend, ja, dann bin ich dann auch einfach nur noch müde und... Das Thema heute ist Beten und Fasten. Ja, und ich persönlich verzichte ja gerade auf Austern. Ach so, nichts essen. Oh, ja, das ist auch gut, ne? Weil ich meine, die Karl Lagerfeld immer machen sehr dünnes Kleid. Dann vielleicht besser nichts essen und dann in den H&M fasten. In der Small Group. Da kann ich dann wieder mal so richtig beten. Und da bete ich dann auch wirklich alles, was mir so richtig angestaut wurde. Hä? Alles, was da von oben bis unten, da kommt alles raus. Und wenn ich dann mal dran bin, dann geht das länger, bis der Nächste dran ist. Ja. Kaviar und... 12,6 Milliarden den Bach runter. Da habe ich dann doch mal kurz gebetet. Aber was soll's? Der Staat springt ja ein, ne? Musst du gar nicht lang mit beten, fasten. Nee. Und Wetternachrichten. Da hab ich mir schon viel vorgenommen, ja. Aber ich schaff das. Tschakka. Bevor ich bete, dass sich der Berg versetzt, dann nehme ich eine Schaufel in der Hand und dann kannst du aber gucken, wie schnell das der Berg hier... Uhuhui. Und das Fasten... Also ein Verzicht auf die Aufnahme von Nährstoffen kann man machen, aber nicht zu lange. Ich hoffe, ihr habt den Clip genossen. Ich weiß nicht, auf was du verzichtest, auf Austern oder Kaviar, wie wir es vorhin im Clip gesehen haben. Wir grüßen euch ganz herzlich auch in die Location, ins Remstal, nach Heilbronn, mit einem großen Applaus von ICF Stuttgart. Come on! Hey, wow! Das heutige Thema ist Beten und Fasten. Wir sind in einer wunderbaren Zeit. Wir haben schon eine Woche hinter uns und jetzt noch zwei Wochen vor uns. Und du spürst schon, dein Bauch geht zurück und du siehst immer besser aus. Nein, darum geht es nicht. Nicht allein. Es kann ein Nebeneffekt sein, ein wunderbarer. Sondern, dass wir eine wirklich intensive Zeit haben mit Gott. Und wir haben mit unserer neuen Serie gestartet, Acts 29 oder Acts 29, was so viel heißt wie die Taten der Apostel sind ja aufgeschrieben in 28 Kapitel und am 29. Kapitel, das 29. Kapitel, wollen wir zusammen in Stuttgart, in Heilbronn, im Remstal schreiben und erleben, was Gott Wunderbares tut, auch schon in Ulm die ersten Anfänge. Ich freue mich riesig auf die nächste Zeit, die wir zusammen haben. Und wir haben so wie ein Leitvers für diese Apostelgeschichte und ich bitte dich, dass du den ganz, ganz rot oder stark markierst in deiner Bibel. Es steht in Apostelgeschichte 4, 30 bis 31. Zeige deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Nicht durch uns, nicht durch ICF, sondern durch Jesus. Und als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Das Prinzip ist also zusammenkommen, das Beten und Glauben, dass es möglich ist. Lass uns mal diese Verse auch in Locations zusammen beten. Einfach nur diesen ersten Vers. Zeig deine Macht.
Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Jawohl, das ist unser Wunsch, das ist das, was wir glauben, zutiefst. Und das wollen wir in den nächsten Wochen immer und immer wieder beten, weil wir glauben, Jesus kann das. Nicht wir können es, aber Jesus kann das. Jesus ist zuständig dafür, dass er in unserem Leben etwas bewirkt, dass wir Dinge, die wir vorher nicht für möglich gehalten haben, dass die plötzlich möglich werden. Und deswegen zusammenkommen ist so wichtig. Wir kommen nächsten Sonntag als ganzes ICF Multisite zusammen und wir feiern ein Fest um 11 Uhr und um 17 Uhr. Zwei identische Celebrations, das hat mit baurechtlichen Gründen zu tun. Und wir werden zweimal Taufe feiern. Du hast zweimal die Möglichkeit, entweder morgen oder am Abend, nicht morgens und abends, dich taufen zu lassen. Und ich lade dich dazu ein, auch von den Locations, kommt so viele, wie ihr nur mitbringen könnt. Bringt auch eure Freunde mit. Es ist zwar eine interne Veranstaltung, aber wenn Leute das sehen und erleben, dann kann das sehr, sehr viel Eindruck auch machen. Wo an der Liebe untereinander werden Menschen erkennen, wer Gott ist. Verstehst du? Und deswegen komm, lass uns zusammenkommen nächsten Sonntag und eine ganz, ganz gewaltige Zeit erleben. Letzten Sonntag habe ich ja schon vorgestellt, ich wollte was ganz Krasses fasten, ich wollte voll fasten und meine Frau sagte dann, ja, faste doch einfach Sex. Oder sie hat gesagt, ich faste Sex, ja, was fastest du? Das ist noch viel cleverer. Für 3 Wochen? Mach das mal du, das ist hart. Krass. Oder eine Fastenzeit gibt es ja schon lange. Weißt du das? Das Fasching kommt von Fasten, ja. Und die Schwaben sind ganz clever. Ja? Es gab eine Zeit, wo man einfach dann das Fleischessen gefastet hat. Man durfte Fisch essen, aber nicht Fleisch essen. Und deswegen sind die Maultaschen entstanden. Wisst ihr, was das sind? Herrgott, Scheißerle. Hat man das Fleisch einfach versteckt in die Teigwaren rein. Und man hat gedacht, ja, der Herrgott, der sieht das nicht, ja. Aber Gott sieht eben alles. Lass uns einsteigen in die Geschichte, in Apostelgeschichte 12, 1 bis 5. Du hast auch Outlines, wenn du neu hier bist, auch in Locations. Du hast ein Outline, das ist so ein Paper, ein Papier auf deinem Stuhl, was du nehmen kannst. Und da ein paar Stichworte mit aufschreiben, auch deine persönlichen Notizen. Ich empfehle dir das wärmstens. Und zwar, es geht ja um dich und Gott und um die Beziehung zwischen dir und Gott. Es ist nicht Schule, was wir hier machen, sondern es geht um deine Beziehung. In Apostelgeschichte 12, 1 bis 5 heißt es, um diese Zeit legte der König Herodes an, einige von der Gemeinde sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten. Ihn zu bewachen, also es waren 16, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Jetzt, wenn du ganz ein aufmerksamer Leser bist, merkst du aber, in Apostelgeschichte 2 steht doch, und das Volk hatte ganz viel Gunst die Gemeinde hatte ganz viel Gunst bei dem Volk. Ganz viel Wohlwollen und Anerkennung. Es gab in der Zwischenzeit einen Führerwechsel. Und zwar wurde Herodes Agrippa die Macht gegeben von Kaiser Claudius, weil der viele politische Verdienste hatte. Und er wurde König in Jerusalem. Also 8 Jahre später hat sich die politische Situation so verändert. Und plötzlich kam die Gemeinde unter Druck. Man muss auch sagen, und das ist vielleicht ganz wichtig, die ganze Apostelgeschichte ist eine Geschichte von 30 Jahren, ja? Uns gibt es 4 Jahre und ein paar Monate. Da kann man schon einiges aufschreiben, aber die ganze Apostelgeschichte ist eine Geschichte von 30 Jahren. Ab ICF Zürich zum Beispiel gibt es seit 1990, seit 26 Jahren, das ist ungefähr die Zeit von der Apostelgeschichte, wo dieses Movement jetzt existiert. Und da hat sich diese Situation verändert. Und da lesen wir, die Leiter kommen unter Druck. Und was tut die Gemeinde? Sie betet, ohne aufzuhören. Ich weiß nicht, ob du für deinen Pastor betest.
gibt viele Gemeinden, die beten nicht für ihren Pastor, sie reden nur schlecht über ihren Pastor und erwarten, dass er Zeichen und Wunder vollbringt und dass er am Sonntag immer gut drauf ist. Hier, Petrus wurde von der Gemeinde ganz, ganz tief getragen. Und ich möchte dir jetzt 5 Schlüsseldinge sagen, wie du beten kannst, wie du in die Gegenwart Gottes treten kannst. Und ich glaube, ohne zu untertreiben, wenn du das wirklich jeden Tag oder jede in einer gewissen Regelmäßigkeit tust, wird es dein Leben verändern. Und der erste Punkt, was ich dich bitte aufzuschreiben, aus dem Blickfeld der Menschen treten. Wir tun uns ganz viele Dinge, nur weil wir im Blickfeld von Menschen sind. Ich bin jetzt im Blickfeld von euch allen. Und ihr seid im Blickfeld von mir. Ihr tut gewisse Dinge, nur weil euch Menschen sehen. Vor der Apostelgeschichte gab es eine Zeit, wo Jesus mit den Jüngern war. Und es heißt von ihnen, es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Ja? Jesus hat gebetet zu seinem Vater. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er war so fasziniert von diesem Jesus, das war wahrscheinlich der Moment, wo er sagt, hey, verrat mir dein Geheimnis, verrat mir das Geheimnis deiner Vollmacht, weil ich sehe dich, du heilst Leute, du sprichst zu Menschen und die Menschen kehren um, die Menschen werden verändert. Was ist dein Geheimnis? Dieser Satz sagt uns 2 Dinge. Scheinbar kann man beten lernen. Man kann beten lernen. Und das Zweite, man muss beten lernen. Das hat mal ein Pfarrer einen Jungen gefragt. Ja, lehren dich denn deine Eltern auch beten vor dem Essen? Und dann sagt der Junge, nein, das ist nicht notwendig. Meine Mutter kocht gut genug. Wir denken, ja, wir müssen ja nicht beten und lernen, ja? Aber hier steht, hey, lehre uns beten. Lehre uns, uns weiterzuentwickeln im Beten. Wenn du 2014 ein guter Beter warst, dann ist das okay, dann ist das schön. Aber 2015 sollst du eine Entwicklung durchmachen von 2014 zu 2015. Soll dein Gebetsanliegen sein. Und von 2015 zu 2016. Sodass du weiterkommst, dass du dich entwickelst. Du kannst mit deinem toten Herzen Halleluja sagen. Du kannst mit deinem toten Herzen hier rumspringen, während wir Worship machen. Aber es ist etwas, was du selber lernen musst. Es gibt viele Dinge, die kann man auch nicht lernen. Zum Beispiel atmen hast du einfach, du bist auf die Welt gekommen und da hat keiner gesagt, du musst jetzt, das musstest du, wenn du normal unter normalen Umständen zur Welt gekommen bist, dann musstest du das nicht lernen. Aber beten kannst du lernen. Es ist eine Kunst, die du lernen kannst. Es heißt in Matthäus 6,5 sagt Jesus etwas Entscheidendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wir tun so viele Dinge, weil wir vom Professor gesehen werden, weil wir vom Pastor gesehen werden, weil wir von der Ehefrau gesehen werden, weil wir von den Eltern gesehen werden, weil wir von Leitern gesehen werden, weil wir von unseren Small Group Leitern gesehen werden. Wir tun viele Dinge, nur deswegen. Aber Jesus sagt hier, hey, eure ganz tiefe Motivation soll die sein, dass du aus einem Herzen heraus betest, das wirklich in der Annahme ist, dass nur Gott dasteht und du. Ich bitte dich jetzt mal, und das mache ich oft so, wenn du nicht willst, musst du es nicht tun. Schließ mal die Augen. Wenn ich die Augen schließe, jetzt schämt ihr euch noch, jetzt denkt ihr, was denkt der neben euch oder denkt, was der denken könnte, wenn du denken würdest, dass du denkst, dass er schlecht über dich denkt. Jetzt einfach mal die Augen schließen. Und stell dir einfach mal einen wunderschönen Platz vor. Bei mir ist es ein Platz in Rio Torto, in der Toskana, das Meer, wunderschön. Ich höre die Wellen und die Sonne scheint, es ist schon Abend geworden. Und ich weiß, ich bin jetzt einfach alleine mit meinem Gott.
ich tue es nicht mehr unter dem Blickfeld von Menschen, sondern ich stelle mir jetzt Gott vor. Nur er und nur ich. Ich hole dich jetzt wieder in die Realität des Lebens zurück. Kannst du dir die Augen öffnen? Du machst das in ein paar Minuten. Geh aus dem Blickfeld der Menschen raus. Ich habe da ein paar Dinge, ein paar Orte. Ich habe auch den südlichsten Punkt von den USA. Key West ist für mich ein Ort. Oder ich habe einen Weinberg, wo ich sitze im Geist. Und ich stelle mir vor, ich bin da und Gott ist neben mir. Oder ich habe einen Berg im Vierwaldstättersee bei Luzern. Da weiß ich genau, dort, wenn ich dort runter gucke, das ist der Ort für mich. Da bin ich ganz für mich allein und mit Gott. Das sagt man, oder früher sagte man im Mittelalter, das ist Kontemplation. Das hat nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern du stellst dir das vor und deine Seele wird ruhig. Es heißt in Jesaja 40, 26, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er, Jesus, Gott. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ich hatte schon mit Karin Mühe, einig zu werden über die Namen unserer zwei Kinder. Und Gott wird sich einig, oder die drei, und nennen jeden einzelnen Stern, die hier unzählige sind, und benennen sie. Wie unglaublich ist das? Manchmal fahre ich nach Hause und ich sehe den offenen Sternenhimmel, ich sehe den Mond. Und dann fange ich an zu beten. Für mich ist der Ort des Autos, also das Auto ist für mich eine Kathedrale des Gebets. Und vielleicht hast du auch so einen Ort. Also der erste Punkt ist, geh aus dem Blickfeld der Menschen heraus. Der zweite Punkt, Dasein lernen. Dasein. Weißt du, es gibt jeden Tag 1000 Dinge, die mich ablenken. E-Mails, Facebook, Telefonate, meine große To-Do-Liste. Oder ich überlege mir in meiner Vergangenheit, in meine Erinnerung gehe ich in die Vergangenheit, denke über Leute nach, über Situationen nach, die schwierig waren. Oder ich gehe in die Zukunft, oder ich gehe ins nächste Projekt. Oder ich denke über das nächste Jahr, oder über was auch immer. Ich denke so viele Dinge und ich merke, ich bin nicht da. Dasein lernen, das heißt, jetzt bist du da, ja. Es gibt Leute, die machen während der Predigt, auch sehe ich manchmal von hinten oder während des Worships, schreiben sie Facebook-Nachrichten oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Das ist einfach nicht geil, weil du bist ein Typ, der nicht da ist. Und das wird wie ein Charakterzug, weil du immer woanders bist, während du eigentlich da sein solltest. Solltest da sein bei den Kindern, da sein auch bei Gott. Gott ist immer da. Einer, der ein Gebetshaus leitet, hat mal gesagt, hey, wenn ich eine Stunde Zeit habe fürs Gebet, fokussiere ich mich 30 Minuten lang nur darauf, dass ich da bin. Das heißt, ich schaue, dass ich einfach da hineinkomme zu diesem Jesus, dass ich mir eben schöne Dinge vorstelle und dass ich mir den Namen Jesus, dass ich dann anfange auszusprechen. Es heißt in Psalm 62, nur bei Gott komme ich zur Ruhe, geduldig warte ich auf seine Hilfe. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. In meinem Office, was ich habe in der Schweiz, da habe ich nur ein paar Gegenstände drin. Das ist mein Computer, ein paar Bücher, ein Spiegel und ein Stuhl. Und wenn ich auf diesem Stuhl sitze, dann schaue ich nur auf den Spiegel, damit ich gar nichts anderes sehe. Ich sehe nicht mal mehr die Bücher und nicht einmal mehr meinen Computer. Und im Rückspiegel sehe ich Deutschland, sozusagen, also durch den Spiegel, ja, die ganze Landschaft von Deutschland. Und das ist für mich ein wahnsinnig schöner Ort. Und so einen Ort brauchst du auch, wo du dann einfach anfangen kannst zu beten und zu sagen, hey, und jetzt bin ich da. Ich bin da bei Gott. Gehen wir wieder zurück zu dieser Geschichte. Petrus ist im Gefängnis unter diesem schrecklichen Herodes Agrippa. Und es heißt, in der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten.
Bist du das schon mal geworden? Also angekettet worden zwischen zwei Soldaten, während zwei andere vor der Zelle Wache hielten. Also insgesamt waren ja 16 zuständig für Petrus. Wow, 16 Beamte zuständig für einen Evangelisten. Ja. Oh, und plötzlich, heißt es hier, plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß. Also selbst das Licht hat ihn nicht geweckt, sondern er musste ihn sogar noch anstoßen und sagte zu ihm, steh auf, schnell. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Was für eine wunderbare Stille. Petrus, in der Prozessnacht, er wusste genau, Jakobus wurde enthauptet. Dasselbe kann mir auch passieren. Und trotzdem schläft er da in aller Ruhe vor Gott, ja. Geborgen in Gott, sogar seine Soldaten so nah bei ihm. Also, ich bekäme da ganz schlimme Zustände. Aber Petrus war geborgen und dann das helle Licht und dann das Lösen dieser am Handgelenk festgemachten Fesseln und sie springen weg und etwas Wunderbares passiert. Freiheit kommt. Und dasselbe ist das, was ich dir wünsche. Ich weiß nicht, welches deine Ketten sind, wo du ein Wunder brauchst, dass Menschen für dich beten, dass du selbst für dich betest und Dinge anfangen, sich zu verändern. Es heißt in Apostelgeschichte 12,12, dass dort hatten sich Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte. Also er war frei, jetzt musste er sich wieder überlegen, was mache ich jetzt mit meiner Freiheit? Und er ging in das Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Und dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Also stell dir vor, das war ja mitten in der Nacht, das Haus muss auch nicht so weit entfernt gewesen sein. Die haben also auch die Nacht durch gebetet, die haben wirklich gerungen für diesen Petrus. Und manchmal brauchst du diesen Moment, wo Menschen für dich beten, dass die Ketten deiner Sucht zum Beispiel, vielleicht ist es deine Nikotinsucht, deine Sexsucht, Dinge, die dich gefangen halten, auch wirklich dein Geld zu geben, weil du immer noch von dem materiellen Geist so besessen bist, anstatt von Jesus. Und dass Menschen für dich beten, Menschen für dich kämpfen und damit das passiert. Weißt du, der Zweck der Gemeinde ist, und das steht schon im Alten Testament, er sagt Jesaja etwas über den Zweck des Tempels. Sie dürfen meinen Tempel betreten und sich an diesem Ort des Gebets von Herzen freuen. Das ist eine wunderschöne Stelle. Sie dürfen auch auf meinem Altar Brand- und Schlachtopfer darbringen und ich werde ihre Opfer annehmen. Denn in meinem Tempel sollen alle Völker zu mir beten. Und dann im Neuen Testament steht, dass Jesus gesagt hat, mein Haus soll ein Bethaus sein, er nimmt Bezug auf diese Stelle, aber ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Das heißt, eigentlich das Gegenteil von einem Gebetshaus, eigentlich das Gegenteil von Worship, das Gegenteil von dem, dass die Präsenz Gottes da sein darf. Sagt eigentlich drei Dinge über diesen Tempel aus. Der Tempel ist ein Ort des Gebets, ein Ort der Anbetung, deswegen haben wir Sonntag für Sonntag Anbetung, ein Ort von Brand- und Schlachtopfer, ein Ort, wo man seine Talente reingibt, ein Ort, wo man seine Finanzen reingibt, sollte zur Selbstverständlichkeit gehören. Und ein internationaler Ort. Das heißt hier, von allen Völkern sollen sie Gott anbeten. Heute Nachmittag haben wir eine Zeit, wo wir mit den International Celebrations feiern. Jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag. Und das ist ganz gewaltig und das ist gut. Wir haben auch eine internationale Kirche und lass uns das nie aufgeben, nie. Weil das Haus Gottes ist ein internationales Haus. Gehen wir wieder zurück zur Geschichte. Als Petrus an die Tür geht, kam ein Mädchen, das Rode hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme. Die Stimme des Menschen ist ja etwas ganz Spezielles. Die Stimme des Menschen ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck oder das Gesicht. Da kann man oder die DNA deines Zellenaufbaus. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Ah, du musst dich irren, meinten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Jetzt vermuteten einige, vielleicht ist es ein Engel. Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Und als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Hey, ich finde diese Stelle so witzig. Ja, da ist Rode,
was so viel heißt auf Griechisch oder übersetzt, Röschen. Röschen geht an die Tür. Sie hört die Stimme von Petrus. Wow, es ist Petrus. Geht zurück, vergisst alles. Weil sie wusste, Gott hat ein Wunder getan. Sie erzählt es den anderen. Die anderen sagt, hey, das spinnst du denn? Und einige religiösen Erklärungen sagten, ja, das ist wahrscheinlich ein Geist oder ein Engel. Aber das ist doch nicht Petrus. Und das Röschen macht sich lustig. Wie oft machst du dich lustig über Menschen, die das wortwörtlich nehmen? Wir müssen das wieder wortwörtlich nehmen, was Jesus sagt, dass Zeichen und Wunder geschehen ist. Weil es gibt immer das Röschen, sie glaubte ohne zu sehen. Sie hat nur die Stimme gehört. Sie hat die Tür nicht geöffnet. Bist du ein Mensch, der glaubt wie das Röschen, wie die Rode, die glaubt ohne zu sehen? Bist du ein Mensch, der sagt, ja, du musst dich irren, dem Ehepartner, du bist halt wieder so die ganz fromme, ja? Oder machst du Erklärungsversuche? Ja, das kann auch jemand anders sein. Das Dritte, was du lernen solltest, auf den Heiligen Geist hören. Es heißt Matthäus 6, leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Ich erwische mich manchmal auch vor dem Mittagessen, komm, Jesus, sei unser Gast, segne uns und was du uns beschert hast. Amen. Puh, lass uns essen, ich habe Hunger. Und meine Tochter macht das manchmal noch kürzer. Jesus, danke, Amen. Und ich manchmal auch. Ich habe manchmal einfach Hunger. Kann vorkommen. Sind wir ganz in der Gefahr, einfach Dinge runterzuleihen. Oder ich bin müde und ausgelaugt und bete einfach noch so, bete jetzt noch. Aber wir sollen von ganzem Herzen beten. Der Heilige Geist will zu dir sprechen. Beten ist nicht nur ein Monolog, wo du Gott voll quatscht, sondern dass er zu dir reden kann. Das heißt, in einer anderen Stelle, in Apostelgeschichte 13, in der Gemeinde von Antiochien gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Da hat Gott zu diesen Männern gesprochen. Barnabas übrigens ein sehr interessanter Mann. Er ist der Beach Boy, kommt aus Zypern, hat noch einen Acker, der heißt auch noch Josef. Barnabas Josef hat einen Acker in Jerusalem. Er war auch im engeren Kreis, nicht bei den Zwölfen, aber im engeren Kreis von Jesus mit dabei und hat diesen Acker der ganzen der Gemeinde verschenkt und hat gesagt, hey, und ihr sollt das haben, ihr seid eine junge Church und ich gebe alles. Er war später beim Apostelkonzil ein wichtiger Leiter und es wird gesagt, dass er in Mailand dann Bischöfe eingesetzt hat und er sie gesegnet hat und auch dort Kirchengeschichte geschrieben hat. Also ganz interessante Menschen. Oder zum Beispiel der Lucius von Kyrene, beziehungsweise der Simeon. Man nimmt an, dass Simeon ein Schwarzer war, dass das der Simeon von Kyrene war, der Jesus das Kreuz getragen hat. Also ganz interessante Leute waren hier im Aufbau dieser großen Mission da mit dabei. Und dann sprach der Heilige Geist zu ihnen. Darf der Heilige Geist zu dir sprechen? Oder denkst du, nein, also das ist, ich weiß eigentlich schon alles. Zu diesen Männern. Und einer war ja sogar noch im Kreis von Herodes Antipas aufgewachsen. Diese Wahnsinnsmänner, zu denen durfte der Heilige Geist sprechen. Das Vierte, was ich dich lehren will, bete mit dem Körper. Mit dem Körper. Kannst du mal mit deiner rechten Hand dein rechtes Bein zwicken? Geht das? Ja? Spürst du was? Gut. Du hast deinen Körper. Es ist ziemlich entscheidend, wie du mit dem Körper auch betest. Du kannst so, Jesus, ich erhebe deinen Namen und ich preise dich und du bist der Größte. Oder du kannst, Jesus, ich glaube, dass dir alle Macht gehört. Du kannst es so mit deinem ganzen Körper kannst du anbeten und du kannst mit deinem Körper anbeten, auch beim Fasten. Fasten ist eben ein freiwilliges Verzichten.
das heißt körperlich nüchtern sein, man wird sensibilisierter für die Stimme des Heiligen Geistes, hat mit dem Körper zu tun. Weil du verzichtest mit deinem Körper, wirst du sensibilisierter für den Heiligen Geist. Oder du musst nicht an einem Platz, heißt es in Apostelgeschichte 13,2, da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Sie haben etwas mit dem Körper gemacht, sie haben mit dem Körper gebetet, die Hände aufgelegt. Oder ihr kennt die Stelle von 1. Korinther 6,19, oder ihr habt etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, sondern der Gott worshipt in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Wie oft bete ich, komm Heiliger Geist, komm. Und Jesus klopft mir auf die Schulter, du, er ist schon lange in dir. Hast du vergessen? Du, wenn du die Hände hochhältst beim Worshipen, bist du deswegen nicht frömmer. Du bist nicht geistlicher. Aber es ist einfach normaler, wenn du mit deinem Körper auch Ausdruck gibst, deinen innersten Gefühlsregungen. Und das Letzte ist mit dem Geist beten. Es heißt, und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch die Heiden die Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Das ist in Geistbeten heißt in Zungen beten. Und Petrus antwortete, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Er sagt, hey, fangt an im Geist zu beten. Wenn du die Gaben des Zungenredens noch nicht hast, du kannst diese Gabe bekommen. Es hilft dir. Diese Gabe hilft dir, in die Gegenwart Gottes noch tiefer einzusteigen. Und alle, die diese Gabe schon haben, ich beobachte oft, sie beten so ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder eine Minute in Zungen. Versuch mal ein paar Minuten, vielleicht sogar 20 Minuten oder 30 Minuten, einfach in Zungen anzubeten. Und du wirst ganz, ganz tief einsteigen in die Gegenwart von Gott. Dieses Gebet ist zur Ermutigung für dich ganz persönlich gedacht. Und ich möchte dich bitten, dass du Gott suchst, dass du auch diese Gabe bekommst. Dass wir eine Church sind, die hochcharismatisch begabt ist und dennoch am Puls der Zeit Menschen nicht vor den Kopf stößt mit dieser Gabe. Dinge verständlich macht, erklärbar macht, damit Menschen fasziniert werden von Gott. In Judas 20, Judas hat keine Kapitel, ist ganz schnell gelesen. Dort steht, doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf, und betet in der Kraft des Heiligen Geistes. In einer anderen Übersetzung, betet im Geist. Du wirst einen Unterschied machen, wenn du anfängst zu beten. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Begegnung mit einem jungen Mann, der war schon über 20 Jahre nicht mehr in eine Gemeinde gegangen. Und dann haben wir über die Zeit vor 20 Jahren gesprochen. Und interessanterweise sind wir auf eine Person gestoßen oder in unserem Gespräch. Und diese Frau war schon damals schon um die 70 oder über 70 Jahre alt. Und dann sagten wir, weißt du was, diese Frau hatte immer was Spezielles. Die war so wahnsinnig mit Gott verbunden. Und diese Frau, Marti Payer hieß die, Tante Marti haben sie alle genannt, war eine ganz große Beterin. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Gebete sie für mich gesprochen hat. Aber ich weiß, dass sie bei vielen Menschen einen Unterschied gemacht hat, weil sie gebetet hat. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du einen Unterschied machst, dort wo du bist, in den Locations, dass ihr Menschen seid, die füreinander betet, die mit Gott verbunden sind und immer wieder in die Gegenwart Gottes eintauchen, weil das ist der beste Ort. Amen.